Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 20 Trainerkarriere hier bei Greuther Fürth. Wir haben heute eine, ja, hoffentlich kurze, zackige Folge. Die letzten beiden, da habe ich so lange dran aufgenommen, weil die so lange gingen. Und da musste ich wahrscheinlich relativ viel schneiden. Ich weiß es aber nicht, da ich das direkt im Anschluss quasi aufnehme. Das heißt, ich konnte auf euer Feedback von der letzten Folge nicht eingehen, leider. Ja, das ist ein bisschen schade, aber was soll ich machen? Ich habe auf jeden Fall Bock und werde jetzt direkt noch eine Folge aufnehmen. Und es ist ein bisschen komisch alles. Wir haben in der letzten Folge gegen St. Pauli, gegen Platz 6, wir sind übrigens Platz 5 jetzt, nur 3-3 gespielt. Wir haben gegen Aue, die letzter sind, nur in Anführungszeichen 2-1 gewonnen. Ich meine, wir haben immerhin gewonnen, aber das war auch ziemlich knapp. Wir müssen jetzt gegen Regensburg, weil das Spiel von St. Pauli, das war irgendwie 2 Tage vorher oder so. Wir müssen jetzt gegen Regensburg mit unserer Zweitmannschaft spielen, also mit unserer B11 quasi. Und danach das DFB-Pokal-Viertelfinale ist es, glaube ich, oder Achtelfinale, Viertelfinale, ich weiß es nicht ganz genau. Gegen Rasenballsport bestreiten, ja, gegen Leipzig. Ja, was sollst du dazu noch sagen? Also es ist so viel alles zusammen so, das ist ziemlich nervig und ziemlich viel, also es ist richtig anstrengend, aber wir kriegen das irgendwie hin und ja, ich hoffe einfach aufs Beste. Falls es euch übrigens gefällt und ihr möchtet, dass es so regelmäßig mit den Videos weitergeht, auch wenn immer nur eine Folge pro Woche kommt, aber es ist trotzdem regelmäßig, ihr wisst, jede Woche kommt eine Folge, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, 50 Likes wieder, Fragezeichen, oder 60, mal schauen. Haut raus, was ihr könnt, ich würde mich wirklich super darüber freuen. Und falls ihr neu vom Kanal seid oder noch nicht abonniert habt, macht es unbedingt. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein. Wir sind auswärts, das heißt, wir nehmen dieses Mal tatsächlich auch die Auswärtstrikots und nicht das. I'm so sorry, passt nicht ganz dann zusammen so, aber müssen wir machen. Und wir sind natürlich hier mit der Zweitmannschaft am Start mit der B11. So sieht sie aus. Die freuen sich natürlich, dass sie mal wieder spielen. Und das kommt ja in letzter Zeit relativ häufig vor. Aber ja, naja, ist halt nun mal so. Ich finde es kacke, weil ich dann richtig Probleme habe, immer zu gewinnen. Ich hatte das auch in letzter Folge schon mal, glaube ich, angeschnitten. Wir haben auch ein Problem nach dem Leipzig-Spiel, weil nach dem Leipzig-Spiel spiele ich quasi gegen den direkten Konkurrenten Hannover, wo ich eigentlich gewinnen muss, aber ich kann auch da nur mit der B11 spielen, weil ich natürlich im Pokal auch gerne weiterkommen möchte, vor allem dann auch um letztlich, ja, gute Geld zu bekommen. Das ist ja ein Ziel, was wir bisher noch nicht so erreicht haben. Schöne Kombination und das ist eigentlich relativ wichtig, hier direkt eine Kombination hinzulegen. Dann muss man den Ball halt nur auch gut aufs Tor bringen, so wie jetzt Parker. Nice one, 1:0 in der 4. Spielminute. Das ist das, was ich sehen will. Das ist richtig geil, weil ich immer Angst habe, mit dieser B11 keine Tore zu schießen. Nice. Wow, Regensburg spielt aber recht energisch, also gar nicht schlecht, die sind richtig mit Tempo unterwegs, was mir natürlich schwer fällt zu verteidigen, aber jetzt sind wir wieder gut unterwegs, Parker ist wieder auf dem Weg, der erste nicht, der zweite auch nicht, was? Alter, jetzt macht er einen Fallrückzieher, ich gehe jetzt gleich komplett ab, was ist denn hier los? Boah, nicht schlecht. Jetzt Mitte. Jetzt, da ist er wieder. Parker. Jawohl. Nice. Richtig cool. Der Parker macht es wieder. Sean Parker, glaube ich, heißt er. 2:0. Nice. Und das ist auch richtig geil, denn Sean Parker steht im Abseits. So, einen Konter gibt es noch. Aber der kommt nicht durch. Oh, da sind alle schon gestartet. Sapai, Parker, Raum. Das wäre wieder ein super Konter gewesen. Aber das war eine gute Halbzeit. So, das hatte ich lang nicht mehr. 3:0, relativ souverän. Nürnberg führt zwar auch mit 1:0. Finde ich nicht so geil. Sonst hätte ich die natürlich wieder überholen können. Aber wie gesagt, also das war nicht geil. Aber wie gesagt, also 3:0 ist ja fast schon richtig. 2:0, ich sag schon 3:0. Ist aber schon fast richtig souverän. Also. Ich meine, jetzt kann man einen guten Freistoß vielleicht, weil ich die auch richtig gut kann.
weil ich die richtig gut kann. Was ist das denn? Ich verreck. Alter, das gibt's doch nicht. Der war ja im Winkel. Der war ja so drin. Alter. Jetzt klappt's plötzlich. Jetzt klappt's plötzlich. Zweitmannschaft spielt sich schon ein gegen das Duell gegen Hannover. Für das Duell gegen Hannover, das ganz, ganz wichtig ja ist. Wo ja die Affen hier wahrscheinlich spielen werden. Leider. Hannover ja Platz 3. Aber da. Also ganz ehrlich, wenn wir gegen Hannover es schaffen zu gewinnen, dann haben wir noch Chancen aufzusteigen oder Relegation zu spielen oder halt irgendwie sowas. So, David Raum und ich muss es natürlich tun, ich muss runterspielen auf Zahn und nicht auf Parker. Jetzt ist es soweit, das ist tatsächlich ein Spiel zu Null. Yes, nice, richtig geil. Trainer des Monats, sei, das ist ja nett. So, wir spielen natürlich, wie gesagt, mit der ersten Mannschaft. Wir spielen wieder auswärts. Mann, das sehe ich ja jetzt erst. Was ein Dreck. Und dann schauen wir einfach mal, wie das läuft. Hoffentlich genauso wie gegen Dortmund oder vielleicht sogar noch vor der Verlängerung so. Ah, guck, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Jetzt sind wir es gerade hier. Viertelfinale tatsächlich. Viertelfinale wäre das jetzt. Ich höre immer noch keinen Ton. Und muss jetzt. Oh. Ah, schade, dass ich das nicht gut gemacht habe, aber das wäre natürlich nice. Ich muss jetzt auf jeden Fall ein gutes Spiel abliefern, das ist ganz klar. Defensiv und dann kontern. Also das muss wieder eine Glanzleistung werden, genauso wie gegen Dortmund. Das ist ja jedes Mal so. Wobei ich ja echt gesagt habe, dass ich gegen solche Gegner oft leichter spiele. Weiß nicht warum, das liegt wahrscheinlich an geilen FIFA und geilen EA. Aber es ist einfach so. Da ist der Mavrai, der Held aus dem letzten DFB-Pokalspiel, mit 2 Toren gegen Dortmund. Und jetzt Nielsen, das ist der allgemeine Held im Pokal von Greuther Fürth. Uiuiui. Ui, ui. Harvard Nielsen, da muss Gulaschi ran. Und jetzt kann es wieder heißen, mehr gegen Mavrai. Da ist er doch, aber das war nicht gut. Boah, jetzt kommt er da gut durch. Boah, fliegt er zum Glück drüber. Kontern zu können. Green kommt dahin. Oh, scheiße. Es war keine schlechte Idee, den so zu lupfen, weil sonst hätte ich den niemals mehr aufs Tor gebracht, glaube ich. Mann, war das aber dann knapp. Ja, okay, er sagt, das ist fair. Dann machen wir es doch noch fairer. Nielsen, jetzt ist er endlich mal ganz frei, aber die sind direkt hinter mir. Die sind direkt hinter mir. Ich probiere es jetzt kurz. Nielsen! Aber Nielsen, jawohl! Yes! Geile Scheiße! Boah! Es ist nicht einfach, es ist echt anstrengend. Aber wir sind wieder durch gewesen. Und Leute, Leute, Leute. 1:0 in der 44. Spielminute! Kleeblatt Fürth. Leute, ich kann es nicht fassen. Ich weiß nicht warum. Ich meine, wir haben gegen Regensburg ganz gut gespielt. Aber wir haben vorher gegen St. Pauli so, war nicht so krass. Gegen Aue war nicht so krass. Aber Pokal gegen solche Teams, alter Schwede. Nice. Paul Seguin. Paul! Ich dachte, der ist drin. RIP. Okay, jetzt kommt Sabitzer. Ich glaube, die spielen nicht mit ihrer normalen Elf. Also irgendwie ist das ganz komisch. Deswegen, wahrscheinlich gewinne ich auch deswegen.
Weil ich meine, Leipzig ist jetzt nicht schlecht oder so, die spielen schon richtig gut. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die irgendwie einen Chancenplus haben. Ich habe vor allem die gefährlicheren Chancen. Also Leimer zwar auch nicht schlecht, aber irgendwie auch Adams zum Beispiel, ich kenne die gar nicht. Ich glaube, die spielen, die dachten so, oh Gott, auf Hürth, ne? Pff, spielen wir ohne B11, wa? Schöner Ball auf Redondo. Und jetzt ein schöner Ball in die Mitte, aber ich glaube, da war Upamecano schneller als ich. Komm, da ist es, die Entscheidung. Naja, weiß ich noch nicht, aber Harvard Nielsen. Harvard Nielsen rennt automatisch zum Trainer. Alles klar, nice. Richtig, richtig cool. Schöne Bilder sind das. Auch wenn ich gerade die Stadionatmosphäre nicht mitbekomme. Wir sind natürlich auch auswärts, wie gesagt, aber eieiei, das ist der Wahnsinn. So, Tobias Mohr darf rein in das Pokal. Viertelfinale und es ruft schon das Halbfinale. Olü, olü. Tobias Mohr eingewechselt, ist relativ schnell. Tobias Mohr hat die Entscheidung auf dem Fuß, macht sie nicht. Harvard Nielsen hinterher wieder. Uiuiui, ui, ui. Tobias Mohr hätte es machen können, die Entscheidung. Hätte auch sein DFB-Pokal-Tor gemacht. Aber das Spiel ist durch. Voller Einsatz hier von Mavrei nochmal. Spielen den Ball zurück. 2:0 gewinnen wir gegen Leipzig. Yes! Ja, da winken wir durch die Gegend. was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Also die Bilder, wenn ich mir die angucke, das ist der Wahnsinn. Ich freue mich unglaublich, dass wir das geschafft haben. Die Schals werden hochgehalten. Kann ich auch mal kurz hier. Liegt immer noch hier. Ole, ole. Ja, richtig, richtig nice. Keine Ahnung, was man dazu sagen soll. Also ich freue mich unnormal, dass ich dieses Spiel gewinnen konnte mit 2:0. Genauso wie gegen Dortmund und wie gesagt vor der Verlängerung. Also ein bisschen Fitness auch nochmal gespart. Bin mal gespannt, wie es in der nächsten Folge läuft gegen Hannover. Ich würde mich damit hier schon verabschieden. Ihr könnt natürlich bei der nächsten Folge unbedingt wieder mit reinschalten, wenn ihr sehen wollt, was mit Hannover jetzt auf sich hat. Gegen wen wir im Pokal dann als nächstes spielen, etc. etc. Daumen nach oben da lassen, abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.